Hat er gut gemacht. Und dafür, dass er kaum Kalk dafür verbraucht hat. Also ich habe jetzt mehr Kalk verbraucht, als der eben für das ganze Feld. Hier rein. Genau. Halle. Was? Passt daran. Er passt von der Länge her. Echt nicht? Das wäre ziemlich doof. Schaust du mal kurz, ob ich in der richtigen Halle bin? Bin ausgestiegen? Oder ob ich gegenüber muss? Das ist die gleiche Halle. Ja, die Hallen sind alle dieselben. Oh ja. Ja, ich bin hinten dran. Der ist tatsächlich zu lang. Alter, wo stellen wir den denn jetzt hin? Dann, pass auf. Dann stell den hier rein. Hier stört er nicht, wenn er rausguckt. Mach mal das zweite Tor auf, ich stelle ihn so schräg rein. Nee, dann stehst du mit der Seemaschine im Weg. Nein, ich stelle den so schräg rein, so um die Ecke, sodass du mit der anderen noch rauskommst. Gleich geht's. Ich meine, wenn er hier raussteht, hier stört er ja eigentlich nicht, weil hier musst du gar nicht mehr hin. Also das Tor auflassen. Ja, genau. Dann können wir uns hier vielleicht noch einen zweiten Grubber oder weiß der Geier was anschaffen, keine Ahnung. Ist drin. Super. Ich musste davon abbeißen. Dünger. Ja, steht bei der Wiese. Da, wo sie hin soll. Der Traktor ist der Klaas. Nee, soll ich den aufräumen oder bei der Werkstatt stehen lassen? Einfach in die Halle reinstellen. Okay. Da, wo die Drescher ja auch drin stehen und die anderen Traktoren. Dann steht da nicht so doof rum und man weiß nicht. Hinterher denkt man so, was war mit dem? Was hat sie mit dem vor? Ja, man ist ja nicht fertig. Genau. Dünger. Aufs Gekalkte, oder? Jo. Alter, ich kalk die beiden Felder jetzt hier in eins durch einfach. Das passt von der Bahn. Habe ich zwar immer so ein kleines Stück Wiese dazwischen, aber ja, das passt von den Bahnen her einfach perfekt. Ein bisschen Verlust gehört dazu. Einmal kurz mal. Kann ich immer richtig schön lange Strecke fahren, das ist cool. Und ich glaube, wenn ich da hinten am Ende bin und da, Alter, dann kann ich über alle drei Felder fahren. Aber locker. Jetzt wurde ich aber irritiert.
bei der 29 oben, bei einer, wo ich jetzt gerade dünge. Ja. Da ist auch ein bisschen Kalk auf dem Bereich, der ist schon gedüngt. Da nimmt er den Dünger nicht. Okay. Jetzt hab ich gerade gedacht, was ist denn jetzt? Na gut, okay, dann. Dann müsste das aber ja schon zweite Düngestufe sein, theoretisch, ne? Ich glaube, dunkelblau. Ja, dann ist das schon zweite Stufe. Ah, das ist die Tobi. Und weiter geht's. Dieser Gedanke, ne? Feld 46, 47, 48 zusammenzuflügen. Der könnte mir gefallen, aber dann haben wir halt nur noch ein großes Feld. Das ist irgendwie auch Bullshit. Ja, okay, aber das kannst du ja getrennt ansehen. Ja. Lässt einfach. Es wäre. Gut, andererseits ist dieser Streifen dazwischen auch so klein, dass du halt auch so einfach alles ansehen kannst und behältst du deine drei einzelnen Felder. Also, wenn wir mal wirklich richtig häckseln wollen. Einfach auf allen dreien Mais drauf und dann kannst du ja trotzdem über den kleinen Grünstreifen kurz drüber häckseln. Das ist ein Meter oder was das auch immer ist. Macht ja keinen Unterschied. Ja. Und leer. Sollten wir wahrscheinlich auch, wenn wir einmal Mais häckseln wollen, einmal alle drei und dann haben wir auf jeden Fall einen richtig fetten Silageberg. Du hast ja so ein Fahrsilo bei uns auf dem. Oh ja. Und ich wette, das würden wir wahrscheinlich nicht mal eins davon voll kriegen, wenn mit den drei Feldern. Hallo, Zilla. Ey, Anton. Hi, wie geht's? Hallo. Ja. Ich hab dich eigentlich schon vermisst, mehr oder weniger. Hättest du mich anschreiben können. Ja, so hätte ich, ja. Ey, weil du immer auf das auf aus hast, weiß ich nicht, ob du da bist oder nicht, und dann denke ich da immer nicht dran. Ja, ich hab meistens aus, außer mein Screen. Und wie läuft's auf der Karte? Ja, geht langsam voran, ne? Wir haben jetzt alle Felder gepflügt, jetzt sind wir gerade beim Kalken dabei. Aha. Anziehen, das heute nicht mehr, oder? Was? Anziehen. Nee, das schaffen wir heute nicht mehr. Kannst du vielleicht an Häcksler freischalten? Das kann ich tun, ja. Weil morgen Häcksler. Oh, Bock hab. Willst morgen häckseln, wenn du Bock hast, okay? Ja. Dann gebe ich dir den frei. Also muss ich ihn dir nur irgendwo vom Hof stellen, weil sonst. Obwohl, nee, die Schranke können wir ja offen lassen. Dann, sonst wird es nämlich nicht vom Hof kommen. Ach so. Ja, ich stelle es nirgendwo hin. Ich schmeiß mich da eh rein. Ja. Ja, wir fangen jetzt, also Kalken ist bald durch, jetzt wird gedüngt, danach müssen wir grubben und dann ansehen und dann nochmal düngen und dann haben wir den ersten heftigen Schritt auf jeden Fall hinter uns. Was willst du ansehen? Häcksel, gleich auch mal. Alles mögliche eigentlich erstmal, so dass wir alle Tiere versorgen können, außer Schweine, weil Schweine wird halt schwer, da müssen wir dann halt noch die Erdfrüchte irgendwann. Wir haben auch ein Problem mit dem Flug gehabt, mit dem Lemken, mit dem blauen. Dem mussten wir verticken, der funktioniert nicht. Der schmeißt Fehler. Ja, auf jeden Fall fliegt der irgendwann in der Luft und du kannst ihn nicht mehr benutzen. Genau. Der schmeißt aber auf der Karte Fehler. Ja, das macht er aber selbst auf der Felsbrunn, sagt Paraderos. Ja, auf der Felsbrunn habe ich das Problem auch gehabt, bitte. Mit dem Lenken habe ich am 15, 17 auch schon Probleme gehabt. Ja. Ist halt ultra schade, weil, ja.
Aber gut, wir haben nur 10.000 Verlust gemacht oder so jetzt bei der ganzen Nummer. Ja, läuft sie. Jetzt haben wir halt nur noch einen großen Flug und keinen kleinen mehr, was, aber andererseits, ich glaube, einen zweiten werden wir auch nicht mehr brauchen so schnell. Wenn das Update rauskommt. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Wir werden es jetzt noch verbessern, die Beta. Bestimmt. Oh Mann. Flackert bei dir der Bildschirm auch ein bisschen, wenn es auf Top 8 kommt? Am Anfang. Uff, kann ich dir gar nicht sagen, habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Ganz, ganz kurz. Ja, wenn du so rauf und nieder gehst, ne? Da ist so ja. schräg. Ja. Keine Ahnung, entweder ist das irgendwas. Hast du schon mal geschaut, was irgendwas schmeißt oder was? Nee, Hab ich nicht geschaut, aber ganz am Anfang, beim ersten Mal, wo ich da auf der Map war, hatte ich aber keine Fehler drin. Ja, die braucht zu viel zum Laden. Die braucht da. Arbeitsspeicher braucht ja 8 GB. Ja, das habe ich. Ja, ist auch eine große Karte. Ja. Aber die werden. Schauen mal, wenn die Scripts kommen. Die werden jetzt auf das Update noch warten. Das hat ja dann keinen Sinn mehr, ne? Richtig. Weil die werden sich ja abstimmen auf das neue Update, ne? Dass der endlich mal losgeht. Weil das soll auch mal den Neujoktor bei der Hauptfach weitergemacht wird. Die Updates. Ja. Ja. Weil bei LS17 haben sie dann auch aufgehört. Aber Startenbach kommen sowieso nicht mehr. Schade. Ja, auch eine super Karte, ne? Hier habe ich glaube ich nie gezockt, die Stappenbach. Heute bin ich eine Runde ATS gefahren. Das haben wir gestern Abend gemacht. Das habe ich gesehen, dass du heute online warst. Eine Tour von. Wo bin ich jetzt? Von Finnland. Nach Palermo. Oh. Wie? Ja, habe ich auch vorgehabt gestern Abend. Gab's nur nicht. Hab's nicht gestreamt gestern. Doch. Nee. Natürlich. Aber geschaut. Hab nichts gesehen. Natürlich habe ich gestreamt. Ja? Auf Twitch. Ah ja, du streamst auf YouTube nicht mehr. Richtig. Ja. Alter, hier fliegt der Kalk schon wieder nur so raus, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist Wahnsinn, was da. Das mit dem Getreide, das wird noch wieder Getreide holen. Schade, dass da nicht irgendwo was gibt zum Kaufen. Getreide bei mir in der Nähe. Was willst du da? Getreide kaufen? Selber anbauen? Kann man das dann auch hier nehmen, oder wie? Mal ansehen. Was? Ja, ich brauche zum Ansehen mal ja Getreide. Ach, Saatgut meinst du? Ja, Saatgut. Nee, das geht nicht. Du musst du kaufen beim Händler. Ja, die Kacke das da. Also ich weiß, bei Kartoffeln kannst du Kartoffeln, die du geerntet hast, auch mit zur Saat nehmen. Genau, Kartoffeln sind ja. Die Kartoffel ist ja das eigene Saatgut. Der Autoloader von Holz, den habe ich jetzt angenommen, der Server. Was hast du? Den Autoloader Holz, den hat er angenommen, der Server. Brauche ich mal bei dir nicht, ne? Weiß ich nicht. Okay. Ja, der ist jetzt auch drauf. Ach doch, stimmt, ja, das was du mir da das eine Mal geschickt hattest, das hat er als Fehler geschmissen gehabt. Ja, und jetzt ist er oben.
Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen, musste ich herunterladen. Wir haben Updates gemacht. Funktioniert das mit dem Ding, da hast du schon rausgefunden, mit dem Teammenü da? Ja, musst du die Tasten belegen, dann funktioniert das auch.